Es gibt in diesem Universum einen ganz besonderen Tag. Nämlich vor 13,82 Milliarden Jahren den einzigen Tag ohne gestern. Und genau um den wird es jetzt gehen. Den Urknall. Bevor wir uns auf diese Reise machen können, brauchen wir ein paar Begriffe. Als erstes die Zeit. Wir brauchen eine griffige Vorstellung davon, was Zeit überhaupt bedeutet. Und das ist nicht ganz so einfach, wenn man es zu Ende denkt. Ich erinnere an den heiligen Augustinus, der mal gesagt hat zur Zeit, solange mich niemand danach fragt, ist mir, als wüsste ich's. Doch fragt man mich und soll ich es erklären, dann weiß ich es nicht. Zeit ist ein abstrakter Begriff. Wir erleben Zeit als eine Taktrate, nach der bestimmte Prozesse ablaufen. Und in einem Taktschritt wird aus beliebig vielen Möglichkeiten eine ausgewählt und als Gegenwart genommen und im nächsten Taktschritt schon als Vergangenheit dokumentiert, unwiederbringlich. Das können Sie nicht umkehren, das ist irreversibel. Dieser Vorgang, dieses Voranschreiten, das hat eine bestimmte Richtung in diesem Universum. Es geht immer in Richtung zunehmender Entropie. Ein Begriff aus der Thermodynamik, ein Begriff, ein Maß für die Unordnung. Machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Wenn ich hier einen Stapel Papier in meiner Hand hätte, 100 Seiten, der Einfachheit halber, und die sind sauber durchnummeriert. Naja, unachtsam fällt mir jetzt dieser Stapel zu Boden. Und dann sammle ich diese Blätter wieder auf, und stelle natürlich fest, dass jetzt Unordnung eingetreten ist. Das heißt, ein paar dieser Seiten, sagen wir mal 10 Seiten, sind jetzt nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Und jetzt könnte ich doch auf diese aberwitzige Idee kommen, naja, dann werfe ich halt mal den Stapel nochmal auf den Boden. Und wenn ich ihn dann wieder zusammensammle, dann könnten ja die Blätter wieder in der richtigen Reihenfolge sortiert sein. Ich versuche es einfach mal. Ich werfe den Stapel wieder zu Boden und stelle fest, nein, jetzt sind es nicht mehr 10 Seiten in der falschen Reihenfolge, jetzt sind es eben schon 22. Wie kommt es? Das ist natürlich nur ein statistisches Argument. Es hätte durchaus sein können, es ist nicht unmöglich, dass die richtige Reihenfolge jetzt nach diesem zweiten Runterwerfen vorliegt. Nur, es gibt viel, viel mehr ungeordnete Zustände als geordnetere Zustände. Deshalb ist es rein statistisch so, dass ich wahrscheinlich mit einem ungeordneteren Zustand enden werde mit meinem Experiment. Da gibt es natürlich ein paar Einschränkungen. Sie brauchen eine möglichst große Grundgesamtheit, also wenn ich jetzt nur 2 Seiten Papier genommen hätte, dann hätte es natürlich nicht geklappt, ist auch klar. Die Grundgesamtheit muss also schon eine gewisse Größe haben, sodass die Entropie laufend zunehmen kann. Und Sie merken auch, wenn Sie in Richtung großer Entropie kommen, wenn also schon ein sehr, sehr ungeordneter Zustand vorliegt, naja, dann ist das Verhältnis von noch ungeordneteren zu weniger geordneten Zuständen nicht mehr ganz so dominant. Aber in unserer Welt sind es alles nur Spitzfindigkeiten. Da spielt es keine praktische Rolle, weil das sind viel Teilchensysteme aus Myriaden von Teilchen und dann nimmt die Entropie immer zu. Das ist der Zeitpfeil im Universum. Sie können im Raum vorwärts, links und rechts und rauf und runter gehen, aber in der Zeit nur in eine Richtung. Entropie ist also ein Maß für die Unordnung,
Und wenn sie laufend zunimmt, dann ist es einfach, einen zeitlichen Ablauf zu erkennen. Sagen wir mal beispielsweise, ich würde in diesem Raum hier eine Ansammlung von Gasmolekülen freisetzen. Die wären erst hier, dann warte ich eine Weile, dann sind sie schon ein Stück weit vorgedrungen, breiten sich allmählich im Raum aus, dann mache ich wieder ein Foto, erstes Foto, zweites Foto, und dann warte ich, bis sie schon fast den ganzen Raum ausfüllen, dann mache ich das dritte Foto. Und dann hole ich einfach mal von draußen jemanden rein, der dieses Experiment gar nicht nachverfolgt hatte. Und sage ihm einfach mal, hier habe ich drei Fotos gemacht, ich habe ein Gas freigesetzt in diesem Raum, bring das doch mal bitte in die richtige Reihenfolge. Dann wird er sich denken, okay, am Anfang war das hier geballt, das ist das erste Bild, dann sind die ein Stück weit vorgedrungen, das ist das zweite Bild und später hat es den Raum fast ausgefüllt. Ohne dass er anwesend war, ist er in der Lage, aus diesem Maß der Unordnung auf den zeitlichen Ablauf zu schließen. Das ist der Grundgedanke der Thermodynamik. Und das ist es auch, was in der Thermodynamik diese sagenumwobenen Perpetuum mobile verbietet, weil sie eben nicht wieder an denselben Punkt zurückkehren können. Das ist es übrigens, was ich am meisten schätze an der Computerarbeit. Am Computer gibt es nämlich eine Funktion, die heißt bearbeiten rückgängig. Und dann bin ich scheinbar wieder da, wo ich vorher war. Das ist wunderbar. Das vermisse ich sehr im täglichen Leben. Also wie oft würde man gerne mal nach einem unbedachten Wort oder nach einem Fehler oder was auch immer, einfach mal bearbeiten, rückgängig drücken. Aber so funktioniert es leider nicht. Das Leben ist, ja, life is life. Das macht es wahrscheinlich auch gerade so wertvoll. Der nächste wichtige Begriff auf dem Weg zum Urknall ist der Phasenübergang. Eigentlich ist es noch schwieriger, den Phasenübergang zu verstehen als die Zeit aus meiner Sicht. Nur glücklicherweise sind wir mit diesem Begriff vertraut, weil jeder von uns hat schon mal gesehen, wie ein Eiswürfel schmilzt oder Wasser verdampft. Und wenn wir jetzt Wasserdampf nehmen und die Temperatur immer weiter reduzieren und uns vorstellen, was konkret im Wasserdampf passiert, nämlich dass diese Moleküle, die eine hohe Bewegungsfreiheit haben anfangs, sukzessive, also mit jedem Schritt, gebunden werden, weil ihre Bewegungsfreiheit abnimmt, die Temperatur nimmt ab, sie werden langsamer, langsamer, langsamer und dadurch werden sie von Partnern, von anderen Molekülen zu Clustern, also zu Verbänden zusammengeformt. Das passiert mit der Wasserstoffbrückenbindung. Wie funktioniert das? Wenn ich das Sauerstoffatom bin und ich habe hier zwei Wasserstoffatome, dann ist die Verteilung nicht irgendwie zufällig, sondern ich biege die zusammen, sodass hier ein Winkel entsteht von ungefähr 104,5 Grad. Das hat damit zu tun, dass ich als Sauerstoffatom danach trachte, dem Wasserstoff die Elektronen tendenziell zu mir abzuziehen. Dadurch entsteht jetzt ein Bereich, der ist ein bisschen negativ an meinem Molekül H2O und ein Bereich, der ist ein bisschen positiv. Und wenn das bei all diesen H2O-Molekülen passiert, ja, dann können diese positiven Bereiche an negative Bereiche ankoppeln, elektromagnetisch. Da gibt es so eine Brückenbindung, die ist so typischerweise 18 Nanometer lang. Und damit, wenn Sie die Temperatur verringern im Gas, ja, bilden diese Moleküle plötzlich irgendwelche Verbinde, Cluster. Damit ist aber doch Bewegungsenergie verloren gegangen. Denn wenn sich vorher jedes einzelne Molekül bewegen und drehen konnte in beliebigen Richtungen, dann kann sich jetzt nur noch der ganze Cluster drehen und bewegen. Und diese Differenz an Energie, die muss das System ja irgendwie loswerden. Das ist Verdampfungswärme, wie wir es nennen. Und im weiteren Verlauf, wenn es dann eine Flüssigkeit wird, dann werden die Moleküle noch enger gebunden und noch enger gebunden in Clustern und irgendwann endet es im Eis. Wieder ein Phasenübergang. Jetzt
Man kann den ganzen Eisbrocken noch drehen. Aber im Endeffekt ist die Struktur vorgegeben. Bewegungsenergie ist wieder verloren gegangen. Die muss wieder aus dem System raus. Das ist Kristallisationswärme. So erkennt man schon mal zwei Dinge. Zum einen, so ein Phasenübergang hat immer mit Energiefreisetzung zu tun. Und zweitens, mindestens so wichtig, es bedarf einer Entscheidungsfindung. Was meine ich damit? Wenn wir eine homogene, eine ganz gleichförmige Verteilung am Anfang uns vorstellen, in diesem Wasserdampf, und da wäre jetzt so eine Gruppe von Molekülen. So, und jetzt gilt es irgendwie, so ein Cluster zu bilden. Ja, da stellt sich doch erstmal die Frage, wer mit wem und wer macht den Anfang? Das ist eine gewisse Entscheidungsfindung. Und je gleichmäßiger die ursprüngliche Verteilung ist, umso schwieriger wird das Ganze. Wenn nämlich schon eine Störung vorliegt, okay, dann ist die Richtung irgendwie leichter. Nur, wenn wir eine völlig homogene Verteilung hätten am Anfang, dann ist die Entscheidung fast beliebig schwierig. Das ist wie bei dem faulen Esel, wenn Sie die Geschichte kennen. Ein Esel, der sich auf die Karten geschrieben hat, ich möchte keine einzige sinnlose Bewegung machen. Und Sie stellen den exakt zwischen zwei Heuballen in identischer Entfernung. Und jetzt möchte er sich nicht einem dieser Heuballen natürlich zuwenden. Nur welchem? Wenn Sie in identischer Entfernung zu ihm stehen und er keine zusätzliche unnötige Bewegung machen möchte, ja, welchen nimmt er jetzt? Das ist die Symmetrie, die hier gebrochen wird. Und das bedarf einer Entscheidung. Denn ansonsten wird er zwischen den Heuballen verhungern. Und unseren H2O-Molekülen geht es ganz genauso. Und das führt dazu, das hat selbst makroskopische Auswirkungen, das führt dazu, dass Sie Wasser, wenn Sie es ganz, ganz gleichmäßig und ganz vorsichtig abkühlen, unter den Gefrierpunkt und darüber hinaus, ganz langsam, ganz vorsichtig, da darf es keine Störung geben, da darf kein PKW draußen vorbeifahren oder Sie dürfen zu dem Wasser nicht irgendwie guten Tag sagen oder mal in die Hände klatschen, sonst friert es schlagartig durch, sondern völlig ohne Störung kühlen Sie es ab, dann geht der Rekord bis minus 17 Grad Celsius. Da haben Sie immer noch flüssiges Wasser. Weil diese Moleküle immer noch in dieser Entscheidungsfindung hängen. Wer macht jetzt den ersten? Und wenn jetzt mal so eine kleine Störung vorliegt, wenn Sie es einfach nur mal so machen, dann ratsch, friert Ihnen das Wasser schlagartig durch. Und dann wird diese Kristallisationswärme doch freigegeben, aber zeitlich verzögert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie können sich also für die Dauer dieser Entscheidungsfindung in einem falschen Zustand befinden. Man nennt es auch in diesem Zusammenhang tatsächlich unterkühltes Wasser, also Wasser in einem falschen Zustand. Und das ist deshalb so wichtig, weil auch Felder einen solchen Phasenübergang vollziehen können. Wenn Sie also jedem Punkt im Raum einen bestimmten Wert zuordnen, dann erhalten Sie ein sogenanntes skalares Feld, also keine Richtung, sondern nur Werte. So ein Temperaturfeld zum Beispiel. Sie messen immer die Temperatur an einem bestimmten Punkt. Und diese Feldstärke an jedem Punkt, die hängt jetzt an einem Parameter. Also an einer Größe, die Sie verändern können und die Feldstärke verändert sich entsprechend. Dann kann dieser Verlauf irgendeine beliebige Form haben. Zum Beispiel, und das haben Physiker besonders gerne, könnte er diesen Verlauf hier haben.
Das nennt man einen harmonischen Oszillator. Das hat folgenden Hintergrund. Da ist jetzt immer eine rückstellende Kraft in diesem Feld, also irgendwas, was zum Nullpunkt zurückzieht, und das hängt davon ab, wie weit sie schon vom Nullpunkt weg sind. Je weiter sie weg sind, umso stärker zieht es zurück, also ein linearer Zusammenhang. Und an diesem einen Parameter können Sie jetzt arbeiten. Im Raum könnte zum Beispiel das die Lautstärke sein, hier nach oben. Und je lauter ich rede, also je mehr Aufwand ich treibe, umso mehr geht diese Lautstärke an jedem Punkt im Raum nach oben. Und wenn ich leiser rede, dann geht die Lautstärke im Raum nach unten. Das wäre so ein Zusammenhang mit einem Parameter. Ja, dieser Zusammenhang, der könnte natürlich auch, man nennt es Potentialverlauf, das ist also so eine gewisse Störrigkeit dieses Feldes gegenüber Veränderung mit diesem Parameter. Und das könnte jetzt auch temperaturabhängig sein. Dann würde das so aussehen. Es könnte jetzt also hier diese rote Kurve, das wäre jetzt die hohe Temperatur, das ist ein wesentlich steilerer Verlauf. Und diese hellblaue Kurve, das wäre jetzt bei niedrigeren Temperaturen dieser Potentialverlauf, dieses Feldes, dieser Feldstärke. Und Sie sehen schon, diese hellblaue Kurve, die wird immer flacher, immer flacher, immer flacher. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich noch weiter abkühle? Dann würde es irgendwann mal so aussehen. Diese dunkelblaue Kurve, die zeigt jetzt, dass dieser ursprüngliche Nullpunkt nicht mehr der tiefstmögliche Zustand in diesem Verlauf ist. Es gibt also jetzt neue, tiefere Punkte als den ursprünglichen Nullpunkt. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie waren in diesem Nullpunkt als Feld mit ihrer Feldstärke und es kühlt ab, kühlt ab, kühlt ab, und irgendwann gibt es jetzt plötzlich Möglichkeiten, neue, tiefere Zustände anzunehmen, aber es gibt zwei gleichberechtigte Punkte. Dann kommt wieder diese Entscheidungsfindung. Sie sind jetzt im Endeffekt als Feld in der Situation dieses Esels. Sie wissen, okay, ich muss in einen Zustand niedrigerer Energie, das ist das Grundgesetz in diesem Universum, aber gehe ich jetzt nach links oder gehe ich jetzt nach rechts in diesem Diagramm? Und dafür kann es auch eine kurze Entscheidungsfindung geben, eine gewisse Dauer. Ich zeige Ihnen erst einmal, wie dieses Diagramm aussieht, wenn wir es dreidimensional machen. Also ich drehe es jetzt einfach nur mal. Dann erinnert es von seiner Form her etwa ja, an den Boden einer guten Flasche Wein. Oder man nennt es den Mexican Head. Man kann sich auch einen Sombrero vorstellen. Ich weise auf eine Sache hin, weil an der Stelle erfahrungsgemäß gibt es immer dieses Problem. Das ist ein räumliches Diagramm, es zeigt aber die Feldstärke und den Verlauf an jedem Punkt im Raum. Es ist also nicht so, dass man sich im Raum entscheidet, sondern es gibt prinzipielle Möglichkeiten in diesem Diagramm. Und das führt jetzt dazu, dass auch ein Feld, auch das Vakuum zum Beispiel, charakterisiert durch dieses Feld, das sich an einem bestimmten Punkt befindet, durch diesen zeitlichen Verlauf irgendwann sich neue, tiefere Möglichkeiten ausbilden. Ich sitze aber immer noch auf dieser ursprünglichen, jetzt im Nachhinein zu hohen, an diesem zu hohen Punkt. Und jetzt habe ich nicht nur links und rechts, sondern jetzt habe ich praktisch eine ganze Rinne in diesem Mexican Head mit unendlich vielen gleichberechtigten Punkten. Und jetzt muss ich mich entscheiden, ja, wo gehe ich jetzt hin? Und an dieser Stelle wird die Symmetrie gebrochen. Das ist das Prinzip eines
Symmetriebruchs beim Phasenübergang eines Feldes. Es ist heftig. Aber das brauchen wir. Als nächstes brauchen wir Quantenfluktuationen für unseren Urknall. Wie kommt es eigentlich dazu? Was ist das eigentlich? Wir haben es auf jeden Fall mit etwas sehr, sehr Kleinem zu tun im Urknall. Also wollen wir die Theorie anwenden, die für diese kleinen atomaren Dinge zuständig ist, die Quantenmechanik. Und wie der Name schon sagt, gibt es Quanten, gibt es also ganzzahlige Sprünge, wenn man so will. Also kein kontinuierlicher Übergang, sondern es gibt immer einen Zustand A und dann einen Sprung und dann gibt es einen Zustand B. Und eines ist ganz klar, eine Theorie, die mit solchen Sprüngen hantiert, die kann naturgemäß über das Dazwischen, zwischen diesen Sprüngen, nichts aussagen. Und an dieser Stelle schleppt man sich eine Unbestimmtheit ein. Das erinnert mich ein bisschen an, ich habe eine Regentonne im Garten. Und in der Regentonne steht eine Pumpe. Und da ist ein Deckel drauf und oben kommt der Schlauch raus und da kann man jetzt schön gießen im Garten. Und damit die Pumpe nicht leer läuft, ist da ein Schwimmschalter. Das Ding ist also festgemacht an so einer Schnur und oben ist so ein beweglicher Kopf. Und der schwimmt jetzt auf diesem Wasserstand. Und wenn der Wasserstand hochgeht, wird dieser Schwimmer sich irgendwann aufrichten. Und sobald er sich aufrichtet, kann ich gießen, schaltet die Pumpe ein. Und irgendwann, wenn der Wasserstand entsprechend abfällt und abfällt und abfällt, wird der Schwimmer seitlich gehen und dann schaltet dieser Schwimmschalter aus. Das heißt, es gibt eine Höhendifferenz. Hier wird eingeschaltet und hier wird wieder ausgeschaltet. Und diese Höhendifferenz, das ist das Wasser letztendlich, das ich hier abpumpen kann. Nur von draußen, wenn ich im Garten stehe, ja, da sehe ich dieser Pumpe im Inneren meiner Regentonne nicht an, wo die gerade steht. Ich weiß, es gibt zwei Zustände. Pumpt oder pumpt nicht. Aber für dieses Dazwischen liegt mir keine Information vor. Es könnte sein, dass der Arm schon sehr, sehr weit oben ist und dass vielleicht, also es läuft Wasser rein in dieses Regenfass und der geht nach oben und nach oben und nach oben, aber er ist gerade noch nicht weit genug, dass er einschaltet. Es kann aber sein, dass er hier ganz unten liegt. Über dieses Dazwischen dieser beiden Zustände kann ich nichts aussagen. Es ist ein quantisiertes System. Vielleicht genügt ein kleiner Wassertropfen oben nur, um die Pumpe einzuschalten. Vielleicht brauche ich aber noch so viel Wasserhöhe, um sie einzuschalten. Und etwas ganz Ähnliches gibt es in diesem Universum. Es gibt ein Mindestmaß für eine Wirkung, die Sie in diesem Universum investieren müssen. Ansonsten werden Sie gar nicht wahrgenommen. Ansonsten passiert nichts. Da können Sie nichts in Rotation versetzen oder in Vibration versetzen oder was auch immer Sie tun wollen. Wenn Sie nicht über dieses Mindestmaß, über dieses Mindestquantum verfügen, wenn Sie sich unterhalb dieses Mindestquantums bewegen, werden Sie nicht ernst genommen in diesem Universum. Und das ist das Planck'sche Wirkungsquantum, von dem ich rede. Das ist ein sehr kleiner Wert, 6,6 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunden. Unterhalb dieses Wertes, ja, was ist eigentlich unterhalb dieses Wertes? Es ist unbestimmt. Wirkungsquantum, Joule-Sekunde heißt Energie mal Zeit. Wir haben also ein Maß für Energie mal Zeit,
Und solange wir uns unterhalb dieses Mindestquantums bewegen, sind wir völlig frei in der Gestaltung. Wir können eine beliebige Energie fordern, wenn nur der Zeitabstand klein genug ist, damit Energie mal Zeit wieder unterhalb der Grenze liegt. Man, die Grenze ist zugegebenermaßen sehr klein. Aber bitte beachten, die Energie kann riesengroß sein sogar, wenn nur die Zeit entsprechend umso kleiner wird, umso kürzer wird. Das ist etwa so, als wenn Sie, wenn Sie ein Darlehen aufnehmen bei einer Bank und Sie stehen am Schalter und Sie sagen, ich hätte gerne ein zinsloses Darlehen. Nichts anderes ist ja die Frage hier an die Natur. Wir hätten gerne ein zinsloses Darlehen in Form von Energie für eine gewisse Zeit. Und der Sachbearbeiter sagt, ja gut, kriegen Sie. Sie kriegen ein Darlehen, 1 Million. Und Sie kriegen es aber nur für die Dauer, bis Sie hier bis zur Tür gehen. Dann müssen Sie es zurückzahlen. Und Sie kriegen auch 10 Millionen. Aber die 10 Millionen zinslos kriegen Sie nur so lange, bis Sie 1 Meter von meinem Schalter weggegangen sind. Dann müssen Sie zurückzahlen. Das ist das Prinzip, mit dem wir hier operieren. Wir haben ein beliebig großes Darlehen vom Universum, aber je mehr wir wollen, umso kürzer ist der Zeitraum, den wir zur Verfügung haben. Aber trotzdem, für einen kleinen Zeitraum können wir E gleich mc Quadrat aus dieser Energie was basteln. Im Prinzip ist der Kreativität jetzt hier mal keine Grenze gesetzt. Es gibt ein paar Regeln, zum Beispiel Erhaltungssätze. Also wenn, ja, sagen wir mal, Ladungserhaltung. Wenn Sie also irgendwas erzeugen mit dieser geborgten Energie, das positive Ladung hat, ja, dann müssen Sie auch zeitgleich was machen, was genauso große negative Ladung hat, damit Sie in der Gesamtbilanz wieder aufgehen. Aber ansonsten, wenn Sie diese Erhaltungssätze einhalten, können Sie richtig kreativ sein. Diese Paare, die sich also immer gegenseitig wegheben in diesen Erhaltungsgrößen, das sind dann Materie- und Antimaterie-Paare, die können jetzt unterhalb dieser Grenze jederzeit entstehen und damit habe ich ein Darlehen entnommen, habe was damit gebastelt, jetzt muss ich aber sehr schnell wieder zurückzahlen, es zerstrahlt wieder zur Energie und ich zahle wieder zurück. Und dieser Vorgang des ständigen Werdens und Vergehens von Materie- und Antimaterie-Paaren, genau das nennen wir Quantenfluktuation. Diese Quantenfluktuationen, die gibt es jetzt überall. Auch im Nichts. Das ist natürlich ein großer Schritt. Was ist überhaupt das Nichts? Machen wir ein Gedankenexperiment. Nehmen wir diesen Raum hier und entfernen alles, was sich in diesem Raum befindet. Die Kameras, die Lampen, den Fußboden, mich, die Luft. Naja, jetzt wäre immer noch Strahlung in diesem Raum, weil die Wände eine bestimmte Temperatur haben. Wir kühlen die Wände auf 0 Grad Kelvin. Und irgendwann wäre für unsere Begriffe alles aus diesem Raum entfernt. Ist dann wirklich alles entfernt? Nein, die Quantenfluktuationen sind da. Die können Sie nicht entfernen. Die spielen sich unterhalb des Bereiches ab, auf den Sie Zugang haben. Da ist immer Quantenfluktuation vorhanden. Das ist dieser Raum ist eine Spielwiese für Quantenfluktuationen. Und dadurch bekommt das, was wir nichts nennen, ganz konkrete Eigenschaften. Insbesondere lässt sich das Nichts nicht verdünnen. Sagen wir, ich hätte ein solches Nichts in einem Kolben präpariert. Und
An einem Wand ist jetzt dieser bewegliche Stempel. Und jetzt würde ich diesen Kolben einfach mal auf das doppelte Volumen herausziehen. Also beim Gas wäre der Fall klar, das würden wir jetzt entsprechend verdünnen, das würde abkühlen, kennen Sie alles. Wenn ich aber das Nichts auf ein doppeltes Volumen bringe, dann habe ich einfach nur diesen Raum, diese Spielwiese für Quantenfluktuationen verdoppelt. Ich werde also statistisch doppelt so viele Quantenfluktuationen haben. Das kann ich nicht verdünnen. Das ist eigenartig erstmal. Macht aber nichts, weil wenn es um den Nullpunkt schwankt, naja, 2 mal 0 ist wieder 0. Da ist erstmal nichts passiert. Aber würde jetzt so eine Fluktuation, warum auch immer erstmal, völlig willkürlich, um einen höheren Punkt schwanken. Sie merken schon, dass ich ein bisschen auf diesen Boden der Weinflasche hinaus will. Wenn Sie also sich kurzfristig in einem falschen Zustand befinden, wo Sie nicht um den wahren Nullpunkt schwanken, sondern um einen höheren Punkt bei einer höheren Energie, dann hätten Sie diese Energie durch Ihr Herausziehen verdoppelt. Sie haben eine gewisse Energiedichte am Anfang. Sie haben später hier wieder dieselbe Energiedichte in dem zweiten Bereich. Zweimal so viel Volumen ergibt zweimal so viel Energie. Was ist da los? Das kann nicht sein. Das heißt, Sie müssen mit dem Vorgang des Herausziehens, ja, da müssen Sie eine Kraft aufwenden. Da müssen Sie genau die Energie investieren, die Sie am Ende gewinnen. Anders geht das Spiel nicht. Wenn Sie aber hier eine Kraft haben, die das Nichts Ihnen entgegensetzt, also eine Kraft mit negativem Vorzeichen, dann heißt es Kraft pro Fläche, was ist das? Naja, ein Druck. Das Nichts übt einen negativen Druck aus. In diesem Fall, wenn es um einen höheren Nullpunkt schwankt. Und das, genau das brauchen wir. Darauf wollen wir zurückgreifen, wenn es darum geht, den Knall zu finden beim Urknall. Wir brauchen etwas, was expandiert, was antigravitativ expandiert und sich dabei aber trotz Expansion nicht abschwächt. Was heißt eigentlich Druck? Kraft pro Fläche oder Energie pro Volumen. Warum? Newtonmeter pro Kubikmeter. Da können Sie einen Meter kürzen. Dann bleibt hier von Newtonmeter bleibt Newton und von Meter hoch 3 bleibt Meter Quadrat. Dann haben Sie wieder Newton pro Meter Quadrat. Kraft pro Fläche. Kraft pro Fläche ist dasselbe wie Energie pro Volumen. Ah, ein Druck entspricht einer Energiedichte. Energie wirkt doch E gleich mc Quadrat, diese Geschichte. Energie entspricht doch einer Masse. Energie wirkt dadurch auch gravitativ. Positive Energie wirkt gravitativ anziehend und negative Energie gravitativ abstoßend. Wir enden bei einer gravitativen, abstoßenden, also expandierenden und sich nicht dabei abschwächenden Kraft. Genau das, was wir suchen, wenn es darum geht, ein Universum expandieren zu lassen, aus sich heraus, aus dem Nichts heraus. Ja, ich sehe Sie schon zweifeln. Es wird höchste Zeit, jetzt mal Beweise zu liefern. Das ist ja alles nett. Das wirkt wie so ein Taschenspielertrick der theoretischen Physik.
Gibt es denn für diese Quantenfluktuationen nicht irgendetwas, wo man sich festhalten kann? Doch, gibt es. 1955 zum Beispiel hat Willis Eugen Lamp sogar den Nobelpreis abgeräumt dafür, dass er gezeigt hat, dass diese Quantenfluktuationen durchaus da sind, wenn ich nämlich ein Atom ins scheinbare Nichts setze, dann werden seine Übergänge, also diese niedrigsten Niveaus, die jetzt eine bestimmte Differenz an Energie bräuchten, damit so ein Elektron von A nach B springt. Ich erinnere an die Pumpe in meinem Regenfass. Das ist also diese Höhe an Wasser, die man braucht, damit das Ding auf jeden Fall hier einschaltet. Sie wissen aber nicht, Sie haben eine Unbestimmtheit dahingehend, wie viel Wasser ist denn jetzt zwischen diesem Pumpe hat ausgeschaltet und Pumpe wird einschalten. Diese Unbestimmtheit, die haben Sie nicht. Und wenn hier Quantenfluktuationen beitragen in diesem Raum, dann erkennen Sie das dadurch, dass Sie das volle Maß, das Sie brauchen, erreichen, ohne dass Sie das volle Maß einfüllen in Ihre Regentonne. Weil schon Quantenfluktuationen da sind, die schon ein bestimmtes Energieniveau mitbringen. Und das ist genau das Prinzip beim Lamp-Shift, wie man das nennt. Diese Niveaus werden ein Stück verschoben, weil es schon einen Energiebeitrag durch diese vorhandenen Fluktuationen gibt. Oder noch konkreter wird es vielleicht beim Casimir-Effekt. Casimir hat es schon 1948 skizziert, diesen Versuchsaufbau. Er konnte das selber aber noch nicht durchführen, weil er einfach die Möglichkeiten technisch noch nicht hatte. Aber er hat gesagt, Moment, wenn ihr einfach mal zwei Platten ins Nichts stellt, leitende Platten, das ist wichtig, weil an leitenden Platten werden Fluktuationen immer das Nullniveau annehmen. Die beginnen also, wenn ich die jetzt mal darstelle, durch so eine elektromagnetische Schwingung, dann werden die bei 0 beginnen und bei der zweiten Platte auch genau bei 0 beginnen. Oder ich zeige Ihnen besser ein Bild. Das sind hier die beiden Platten. Und jetzt stellen Sie schon mal eines fest, hoppla, durch diese Randbedingungen, die ich hier schaffe, haben ja innen weniger Fluktuationen Platz als außerhalb existieren können. Also hier innen haben Sie einen Durchlauf, dann haben Sie zwei Durchläufe, dann haben Sie drei Durchläufe, wie man hier sehr schön sieht, von oben nach unten, irgendwann haben Sie den einen. So, und jetzt würden Sie gerne eine größere Fluktuation unterbringen, nur wie wollen Sie das machen? Außerhalb haben Sie diese größeren Fluktuationen nach Belieben. Im Prinzip hätten Sie auch innen unendlich viele Möglichkeiten. Sie könnten die ein bisschen schräg stellen und so. Nichtsdestotrotz können Sie auch außen immer diesen Winkel zusätzlich mit einnehmen. Egal, was Sie innen tun, außen haben Sie immer mehr Möglichkeiten. Und das führt schlicht und ergreifend zu einem Möglichkeitsdruck, wenn man so will. Die Platten werden zueinander gedrückt. Einfach weil außen mehr möglich ist, dadurch mehr Impulsübertrag durch diese Quantenfluktuationen, als innen was dagegen drücken könnte und dann bewegen sich die Platten zueinander. Und wenn ich zwei Platten nähme in der Größe meiner Handflächen und ich würde sie auf ein Zehntausendstel Zentimeter aneinander bringen, dann wäre dieser Möglichkeitsdruck vergleichbar mit dem Gewicht eines Wassertropfens. Und das ist nicht nur irgendein beliebiges Experiment, das hat konkrete Auswirkungen auf die immer weiter fortschreitende Miniaturisierung in unserer Welt. Wenn Sie also irgendwelche Geräte bauen wollen, die immer kleiner, 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 kleiner werden sollen, dann kommen Sie an einen Punkt, da haben Sie irgendwelche beweglichen Teilchen, Platten oder was auch immer, und wenn Sie zu sehr miniaturisiert haben, dann kommt der Casimir-Effekt und dann verkleben die einfach. An der Stelle muss ich auf eine Sache hinweisen, weil erfahrungsgemäß immer die Frage kommt, Moment,
Was hat das jetzt alles mit einem expandierenden Universum zu tun, wodurch die Platten zueinander gehen? Der Casimir-Effekt beweist erstmal nur, dass es überhaupt diese Quantenfluktuationen gibt. Dass die Platten sich zueinander bewegen, das ist nicht der Druck, mit dem das Universum expandiert. Man sieht es schon mal allein an der Tatsache, Druck bewegt nur dann Dinge, wenn es einen Druckunterschied gibt. Also aus einem Hochdruckgebiet werden die Wolken nur deshalb weggeschoben, weil es irgendwo ein Tiefdruckgebiet gibt. Wenn überall derselbe Druck herrscht, dann wird gar nichts bewegt. Und im Universum oder in einem frühen Universum ist erstmal überall der Druck identisch. Das kann uns nicht weiterhelfen. Casimir soll nur mal verdeutlichen, genauso wie Lampshift, dass es überhaupt Quantenfluktuationen gibt. Diese Expansion, die kommt nur, ausschließlich nur durch diese negative gravitative Wirkung des negativen Drucks. Ja, Druck wiegt. Es ist schwer. Ich weiß, aber es ist, also wenn ich hier eine Balkenwaage hätte und ich hätte zwei bewegliche Sprungfedern in der Hand und die wären völlig identisch. Und ich würde die an einer Stelle zusammendrücken, dann, was würde dann passieren? Also hier lasse ich sie offen und hier drücke ich sie zusammen. Das heißt konkret, hier habe ich mehr Energie. Weil hier müsste ich diese zusätzliche Energie aufwenden, damit ich denselben Zustand erreichen könnte. Und das führt dazu, Energie und Masse entsprechen einander mit dem Umtauschkurs Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Das führt dazu, dass die Balkenwaage ein Stück auf diese, also eine sehr, sehr genaue Balkenwaage, ein Stück in diese Richtung gehen würde. Und dieser Einfluss, diese Wirkung von Druck, den ich übersetzen kann in eine gravitative Wirkung und wenn es ein negativer Druck ist, eben in eine antigravitative Wirkung, darauf stellen wir ab, wenn es um die Expansion des Universums geht. Wir haben uns jetzt einen Baukasten zusammen definiert, viele Begriffe eingeführt, Quantenfluktuationen, Phasenübergänge, Symmetriebrüche, wir haben gesehen, wie man Energie dabei freisetzt, negativer Druck, Antigravitation. Ach, jetzt wollen wir all das mal zusammenbauen zu einem Urknall. Lassen wir hier mal an diesem Ort im Raum einen Urknall entstehen. Erstmal beginnen wir mit dem Nichts. Und wir wissen, da gibt es Quantenfluktuationen. Ich kann also hier genüsslich zuschauen, wie in diesem Nichts etwas entsteht und wieder vergeht. Irgendetwas und sein Anti-Etwas wird entstehen und im nächsten Augenblick wieder vergehen. Wenn wir genau aufpassen, bemerken wir, dass wir immer wieder am selben Ort, am selben Punkt angelangen. Das ist jetzt wichtig. Damit können wir nämlich schon eine erste Ernte einfahren, wenn es um die Frage geht, die Frage, die immer kommt, wenn es um den Urknall geht, was war vor dem Urknall? Wenn wir nämlich immer wieder an denselben Punkt gelangen, es ist nichts, dann entsteht etwas, dann haben wir wieder nichts. Dann entsteht etwas, dann haben wir wieder nichts. Wenn wir jetzt hier drei Fotos machen, wie wir es gemacht haben, mit dem Zeitpfeil, und wir fragen jemanden, er soll die jetzt in die richtige Reihenfolge bringen, dann wird es ihm nicht gelingen. Die Reihenfolge ist jetzt beliebig. Es gibt keinen Zeitpfeil, weil die Entropie nicht verändert wird. Wir gelangen immer wieder an einem identischen Zustand an. Dem Nichts. Und ohne Zeitpfeil haben wir eine Ewigkeit zur Verfügung. Was ist also die Antwort auf die Frage, was war vor dem Urknall? Was ist die Antwort auf die Frage, was ist südlicher als der Südpol? Vor dem Urknall ist die Zeit nicht vergangen. Und das ist wichtig, wie wir sehen werden. Und da sind wir wieder bei Augustinus. Es ist wirklich erstaunlich, was der im 5. Jahrhundert dazu gesagt hat.
zur Zeit und zu dieser Welt. Welt und Zeit hatten einen gemeinsamen Anfang. Die Welt ist nicht entstanden zu einer bestimmten Zeit, sondern gleichzeitig mit der Zeit. Das könnte aus einer aktuellen wissenschaftlichen Publikation sein. Wenn also wir beliebig Zeit haben, dann können wir auch, das ist die nächste Krux, einen beliebig komplizierten Zustand abwarten. Wir wollen nämlich jetzt etwas, das nicht einfach nur kommt und wieder geht, sondern wir wollen etwas, das zum Beispiel einen Phasenübergang macht. Im Prinzip könnten wir jetzt hier sogar diese Wassermoleküle und Dampfmoleküle entstehen lassen und denen wieder dabei zuschauen, wie sie einen Phasenübergang machen und dann Kristallisationswärme oder entsprechende Verdampfungswärme freisetzen. Das Problem ist nur, wir gewinnen dabei zu wenig Energie. Denn für die Erzeugung dieser Wassermoleküle, da ist so viel Energie notwendig, dass wir beim anschließenden Phasenübergang nicht genügend Energie gewinnen, um erstmal diese Wassermoleküle wieder zurückzahlen zu können ans Nichts, wenn man so will. Aber immerhin, das ist schon mal ein Vorgeschmack, wie es laufen könnte. Wir bräuchten also etwas, das einen Phasenübergang macht, nachdem es entsteht, bei dem es mehr Energie freisetzt, als für seine Entstehung notwendig war. Wie machen wir das in der theoretischen Physik? Wir nehmen ein Feld. Ein Feld kriegen wir günstig und mit einem Feld können wir einen Phasenübergang bauen. Ich erinnere an den Mexican Head. Da sehen Sie jetzt diesen Verlauf. Wir brauchen also dieses Feld, das muss temperaturabhängig sein. Das muss diesen Verlauf einnehmen, der erst streng symmetrisch ist und dann sich immer weiter abflacht und dann schließlich neue Punkte niedrigster Energie formt. Und dabei braucht es jetzt wieder eine Entscheidung. Die blaue Kugel symbolisiert das Nichts, den Vakuumzustand. Und sie sitzt jetzt auf einem Punkt, auf dem sie immer schon war, der immer der niedrigste Punkt war, der aber durch die Veränderung dieses Feldes plötzlich nicht mehr der niedrigste Punkt ist. Und jetzt muss die Entscheidung getroffen werden. Ich erinnere an den Esel, der zwischen den Heuballen steht. Auch das Nichts hat jetzt die Wahl, und zwar nicht nur zwischen zwei Punkten, sondern zwischen der gesamten Rinne, all diesen Punkten, die in der Rinne sind, muss es sich für einen entscheiden, nämlich den neuen Punkt niedrigster Energie, den neuen Vakuumzustand. Und dafür braucht es wieder einen kurzen Augenblick. Eigentlich ist die Kugel ja hier oben stabil erstmal, halbwegs. Aber nach der ersten kleinen Störung wird sie irgendeinen Zustand annehmen. Und für diese kurze Dauer befindet sich das Universum oder das, was wir jetzt hier entstehen haben lassen in der Quantenfluktuation, in einem falschen Zustand, ähnlich wie das unterkühlte Wasser. Und in diesem falschen Zustand schwanken jetzt diese Fluktuationen nicht mehr um den Nullpunkt, sondern um diesen höheren Punkt, um diese positive Energie. Und das haben wir auch gesehen, wenn wir ein Nichts haben, das um einen höheren Energiebetrag schwankt und fluktuiert, dann übt es einen negativen Druck aus und der wirkt antigravitativ. Und genau deshalb, ja, das ist, wenn man so will, der Bang im Big Bang. Das ist die Möglichkeit, das, was wir hier entstehen haben lassen, antigravitativ gewaltig zu expandieren. Und in dem Augenblick, in dem sich diese Kugel in die Rinne begeben hat,
endet diese Expansion. Das ist auch wichtig. Ansonsten haben wir hier irgendetwas entstehen lassen, das einfach nur gewaltig expandiert und das war's. Da könnte nie irgendetwas entstehen, sich Strukturen bilden oder was auch immer. Wir brauchen also jemand, der das Ding einschaltet und wieder ausschaltet. Und genau diese Konstruktion erhalten wir durch dieses Feld, das diesen spontanen Symmetriebruch macht. Boah. Ich weiß, das ist heftig. Der augenblickliche Stand, die Borderline, die Grenze der theoretischen Physik tatsächlich. Wir brauchen also, ich sage es nochmal, wir brauchen etwas, das entsteht, das einen Phasenübergang macht, dabei mehr Energie freisetzt, als für seine Entstehung notwendig war. Damit zahlen wir an das Nichts diesen Kredit, den wir uns für kurze Zeit entliehen haben, zurück. Es bleibt uns ein Gewinn und den legen wir an in Sachwerte, in 10 hoch 80 Elementarteilchen. Das ist wie bei einer Hyperinflation. Da ist man auch gut beraten, ganz schnell sein Geld in Sachwerte anzulegen. Dieser Vorgang heißt auch in der Physik Inflation, kosmische Inflation. Wir siedeln ihn etwa in der Zeitspanne 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall an, bis vielleicht 10 hoch minus 32 Sekunden. Also ganz, ganz dicht dran am Urknall. Es muss noch mehr passieren. Nicht nur diese sonderbare Erscheinung in Form dieses Feldes. Wir brauchen auch noch Kräfte in diesem Universum. Und wir stellen uns das so vor, dass am Anfang nur eine Kraft vorhanden war und aus dieser einen Kraft in mehreren ähnlichen Phasenübergängen die vier uns bekannten Grundkräfte dann ausgefroren sind, wenn man so will, also daraus entstanden sind. Diese Urkraft, das ist wie so eine gezippte Version und die kann man dann entpacken im Verlauf des Universums. Es gibt also diese einheitliche Kraft, dann irgendwann spaltet sich die Gravitation ab. Gravitation geht ihren Weg und eine sogenannte GUT-Kraft, Grand Unified Theory, also große vereinheitlichte Theorie. Und diese Kraft, die spaltet sich dann irgendwann wieder mal auf. Da haben wir dann sowas wie Elektromagnetismus und schwache Kernkraft und starke Kernkraft. Und diese beiden werden dann nochmal später in einem weiteren Vorgang auseinanderdividiert. Ja, Sie merken, es ist eine sehr, sehr, sehr komplizierte Sache. Eine extrem konstruierte Quantenfluktuation, die wir uns hier vorstellen. Warum dürfen wir das überhaupt? Die Kritiker des Modells stehen ja schon Schlange. Die einen sagen schon mal, okay, erstens, ganz am Anfang, da habt ihr eine Quantenfluktuation. Was soll das? Damit habt ihr ja schon mal Quantenmechanik, bevor es überhaupt ein Universum gibt. Ja, das ist tatsächlich auch etwas, das mir selber am wenigsten gefällt an diesem Modell. Wir erheben die Quantenmechanik zu etwas Übergeordnetem. Die Quantenmechanik ist unser unbewegter Erstbeweger, wie man so schön sagt. Also geht zurück auf Aristoteles, der immer den Grundzustand der Materie in Ruhe wähnte und der sich dachte, okay, alles, was ich so sehe, ist in Bewegung, da muss es jemand geben, der bewegt es und da gibt es einen Beweger, der bewegt den Beweger und irgendwo muss mal der erste Beweger gewesen sein. Und unser erster Beweger ist die Quantenmechanik. Die muss tatsächlich schon vorher da sein. Oder diese Gesetze müssen gelten, sagen wir mal so. Und dann sagen die Nächsten, ja, mit eurem schönen Mexican Hat, das ist ja eine tolle Idee, aber warum bitteschön soll diese Temperaturabhängigkeit genau an diesen Punkten dann diese neuen Täler formen? Und da kamen Borel und Cantelli, zwei Theoretiker, und die haben das sogenannte Infinite Monkey Theorem aufgestellt.
oder die mathematische Grundlage geschaffen. Was verstehen wir darunter? Nehmen wir einen zufälligen Vorgang, zum Beispiel einen Affen an einer Schreibmaschine. Und den lassen wir jetzt einfach hier mal nach Belieben tippen. Machen wir es ganz einfach, 50 Tasten, Groß- und Kleinschreibung spielen keine Rolle. Dann wird er mit der Wahrscheinlichkeit von einem 50stel wird er ein U treffen. Dann wird er jede Menge anderen Unsinn schreiben und dann wird er vielleicht mal die Kombination UR schreiben. Das ist also mit einer Wahrscheinlichkeit ein 50stel mal ein 50stel. Und das Wort Urknall wird er mit einer Wahrscheinlichkeit von ein 50stel mal ein 50stel mal ein 50stel, ein 50stel hoch 7 schreiben. Ah, zwischendrin passiert aller möglicher Unsinn, aber er wird dieses Wort schreiben, weil die Wahrscheinlichkeit ist nicht null. Wenn wir lange genug warten können, wird es passieren. Und dieser Affe wird auch Urknall, Weltall und das Leben schreiben. Okay, wir müssen lange warten. Aber es wird passieren. Er wird auch irgendwann mal Goethes Faust fehlerfrei schreiben. Was will ich damit sagen? Wir dürfen uns jede noch so beliebig komplizierte Konstellation zusammenreimen, weil wir eine Ewigkeit Zeit haben, um zuzuschauen. Wichtig ist nur, dass das, was passieren soll, eine Wahrscheinlichkeit größer Null hat. Das ist so der Freifahrtschein in der theoretischen Physik, der Blankoscheck, wenn es um den Urknall geht. Und damit definieren wir uns einfach diesen Mexican Head genauso zusammen. Alle Texte, die der Affe auf seiner Schreibmaschine zwischendrin mal tippt, die nicht genau diesem entsprechen, den wir suchen, ja, all diese Texte sind auch Universen nach diesen Theorien. Und so kommt man zwangsläufig zu Multiversen, zu nahezu beliebig vielen, unendlich vielen Ausprägungen und unendlich vielen Universen. Naja, warum glauben wir an dieses Modell? Obwohl es doch zugegebenermaßen konstruiert wirkt auf diese Art und Weise. Wir haben im Nachhinein sehr viele Belege. Das ist das Mächtige an dieser Hypothese des Urknalls. Im Nachhinein erkennen wir Dinge, die uns zwingend daran glauben lassen, dass es so passiert sein muss. Zum Beispiel erkennen wir, dass das Universum angefüllt ist mit Protonen und mit Helium. Und zwar im Verhältnis 3:1. Das ist genau das Verhältnis, das wir auch bekommen, wenn wir ganz nah dran am Urknall diese hohen Temperaturen nutzen, um Fusion zu betreiben. Wenn wir das theoretisch rechnen, man nennt es primordiale Nukleosynthese, dann erhalten wir genau diese Verhältnisse. Das ist übrigens ein interessantes Beispiel dafür, dass wir großes Glück hatten im Universum als Lebewesen, weil eigentlich müsste doch bei dieser ersten Fusion, wenn das Universum so gewaltig heiß ist am Anfang, na, da müssten doch alle Fusionszyklen durchlaufen werden. Also zumindest mal bis zum Eisen. Warum geht es nicht in einem Rutsch durch, wie in den Sternen dann im weiteren Verlauf? Diese Fusionszyklen, die sind in gewisser Weise wie Dominosteine. Da haben Sie Wasserstoff zu Helium beispielsweise oder zu Deuterium am Anfang, Deuterium zu Helium, dann geht es hier weiter, Lithium, Beryllium, Bor und so geht die ganze Kaskade hoch. Und an dieser Stelle, da wurde ein solcher Dominostein herausgenommen. Beryllium. Beryllium hat eine mittlere Lebenszeit von
2,6 mal 10 hoch minus 16 Sekunden. Nach dieser extrem kurzen Zeit ist Beryllium zerfallen. Und bei diesen herrschenden Dichten und bei dieser herrschenden Temperatur ist es nicht möglich, in dieser kurzen Zeitspanne einen weiteren Stoßpartner herzubringen, um diese Fusion weiterzutreiben. Sie haben also einen Dominostein entfernt aus dieser Kette und dadurch klappen die ersten um und sie enden an dieser Stelle und die weiteren bleiben einfach stehen. Um die weiteren anzuschubsen, müssen sie später, viel später, ins Innere von Sternen gehen, um dort Fusion anzutreiben. Dort gelingt es ihnen nämlich, die Dichten noch höher zu treiben, als jetzt hier am Urknall. Warum gibt es überhaupt etwas, was wir fusionieren können? Das ist das nächste Rätsel in dieser Geschichte. Wir haben doch in diesen ganzen Fluktuationen gesehen, da entsteht immer etwas und sein Anti-Etwas. Also haben auch wir jetzt noch mit unseren 10 hoch 80 Elementarteilchen sehr, sehr viel Materie und Antimaterie. Gleich viel erstmal. Und dann würden die doch im Verlauf der Zeit alle zerstrahlen zu Photonen, zu Energie. Nur offensichtlich ist ja in diesem Universum irgendwas übrig geblieben, außer Photonen. Da gibt es einen winzigen Schmutzeffekt, einen Webfehler in dieser ganzen Konstruktion. Das ist von der Größenordnung her so, als würden auf diesem Planeten alle Menschen einen Partner finden. Bis auf einen. Alle Menschen finden einen Partner, so wie alle Teilchen und Antiteilchen einen jeweiligen Partner finden und zerstrahlen. Nicht, dass Sie jetzt jemandem erzählen, ich hätte gesagt, dass Männer und Frauen wie Materie und Antimaterie sind, aber Sie verstehen das Prinzip. Und einer bleibt übrig. Warum? Um ehrlich zu sein, wir wissen es selber nicht. Es gibt Ansätze. Das Verhältnis ist tatsächlich so in dieser ein paar Milliarden Zerstrahlungen und nur ein Teilchen, das überbleibt. Also das exakte Verhältnis im Universum von Photonen oder von Teilchen zu Photonen, so muss man sagen, ist etwa 6 mal 10 hoch minus 10. Es gibt also ganz, ganz wenig Teilchen auf sehr, sehr viele Photonen gerechnet. Weil ganz viele einen Partner gefunden haben, zerstrahlt sind zur Energie, das sind die ganzen Photonen, das nennen wir dann später Hintergrundstrahlung. Und es gibt ganz wenig Materie. Und wir haben so einen Hauch von der Idee, es gibt einen speziellen Zerfall, den haben wir beobachtet, einen Kaonenzerfall, der läuft ein wenig asymmetrisch, da kann man sich sowas schon mal basteln. Der reicht aber bei weitem nicht aus, um diese, man nennt es Leptogenese oder Baryogenese, um diese Geschichte zu erklären, dieses Fabel des Universums für Materie, wo kommt es her? Tatsächlich hat man lange Zeit auch danach gesucht, nach Antimaterie da draußen, vielleicht wäre die ja nur irgendwo, vielleicht gäbe es auch Antimaterie-Sterne, die würden nach außen hin erstmal genauso funktionieren, witzigerweise. Aber wenn wir da draußen einfach mal so die Hand aufhalten, und mal schauen, was uns so entgegenfliegt. Ja, dann haben wir zwar noch ein paar Antiprotonen, die kommen aus Reaktionen mit der Hintergrundstrahlung, aber wir kriegen kein Antihelium und erst recht keine Antikohlenstoff, Antisauerstoff oder sonst irgendwas von da draußen. Was der Fall sein müsste, wenn es Anti-Supernovae gäbe, beispielsweise. Ein Universum ist entstanden. Darin gibt es jetzt eine Asymmetrie hin zur Materie. Das bisschen Materie, was entsteht, das fusioniert in der primordialen Nukleosynthese. Und im weiteren Verlauf wird daraus alles, was wir so kennen. Alles, was wir so kennen, besteht im Wesentlichen aus Atomen. Wie ist es also gelungen, diesen ersten Kernen, die Elektronen überhaupt einzufangen?
Das ist erstmal verblüffend, weil diese Energie, die man braucht, um so ein Elektron einzufangen als Proton, die beträgt 13,6 Elektronenvolt. Nur so eine Einheit erstmal. Und die Umrechnung in eine Temperatur, dieser Umrechnungsfaktor, wer es ganz genau wissen will, der ist 11.604,5. Wenn Sie das multiplizieren mit den 13,6, dann kommen Sie auf eine sehr hohe Temperatur. Sind wir mal großzügig, so 150.000 Kelvin. Da müsste es passiert sein. Nur, da war nichts. Da sind noch keine Atome entstanden. Und das hängt damit zusammen, dass die Temperatur, die mittlere Temperatur im Universum, zwar bereits auf dieses Niveau abgefallen ist, dass es erlauben würde, Atome zu bilden, aber die Temperaturverteilung entspricht immer einer Planck-Verteilung. Und wenn Sie hier mal schauen, also hier aufgetragen, sehen Sie einfach nur mal, wie viele Photonen auftreffen und in der jeweiligen Frequenz. Könnten Sie sich auch auf eine Wellenlänge hindenken, wenn Sie es geeignet hinbauen. Und da sehen Sie, ja okay, der Peak, der ist natürlich dort bei der mittleren, bei dieser Temperatur, bei dieser mittleren Anzahl. Nur im Ausläufer rechts, in diesem flachen Stück, da sind immer noch welche drin. Die haben mehr Energie. Die sind jetzt nur im Promille- oder Prozentbereich. Und selbst wenn sie nur ein Tausendstel, jedes tausendste Photon hätten, das diese Energie noch in bedrohlichem Ausmaß mit sich trägt, dann, wenn wir bedenken, wir haben ein Teilchen und auf dieses eine Teilchen kommen Milliarden Photonen in der Hintergrundstrahlung. Dann ist auch noch ein Promille dieser Milliarde eine bedrohliche Anzahl von Photonen, die über eine sehr, sehr hohe Energie verfügen. Dieser Ausläufer wird also uns ganz lange noch verhindern, dass in diesem Universum Atome entstehen können. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass Atome entstehen, dass es erst viel später passiert? Dafür bräuchte ich mal ein Elektron, bitte. Es ist nämlich erstmal verblüffend. Photonen reagieren viel lieber mit Elektronen als jetzt zum Beispiel mit ganzen Atomkernen. Wenn ich jetzt mal hier so ein großer Atomkern wäre, so ein Proton, und das hier ein entsprechendes Elektron, dann würde das Photon mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit mit diesem Elektron reagieren, weil so eine Reaktion in der Welt des Allerkleinsten nicht verbunden ist mit einem echten Zusammenstoß. Da wäre das Elektron natürlich klar ein Nachteil gegenüber meiner großen Fläche. Es ist viel wahrscheinlicher, mich zu treffen als dieses Elektron. Aber von einer Wechselwirkung in der Welt des Allerkleinsten spricht man auch dann, wenn sich die Dinge nicht treffen, sondern wenn sie sich gegenseitig so sehr beeinflussen, dass man im Anschluss von einer Wechselwirkung sprechen muss. Also wir haben hier ein Feld um dieses Elektron und diese Photonen, die auch elektromagnetisch eben jetzt hier wechselwirken, die zupfen gewissermaßen so ein bisschen an diesen Ausläufern dieses Feldes und dadurch bringen sie das Elektron in Unruhe. Und wenn Sie dann, Lichtgeschwindigkeit, das Ganze geht also sehr schnell, wenn Sie dann weg sind, dann ist trotzdem dieses Elektron immer noch in einem angeregten Zustand. Das wird irgendwann in den Grundzustand wieder fallen und dabei wieder Energie abgeben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist sehr leicht, so ein Elektron in Unruhe zu versetzen, auch wenn man es nicht trifft. Und ein großer Atomkern, wie jetzt im Vergleich zum Elektron. Ja, den können Sie als Photon nicht so leicht in Unruhe versetzen. Der hat hier eine ganz andere Trägheit, da müssen Sie ganz andere Kräfte walten lassen. Ich erkläre das deshalb so ausführlich, weil diese Frage eigentlich immer kommt. Wie kann es sein, dass die Welt, solange die Elektronen frei herumfliegen,
für Photonen undurchsichtig ist, wie ein Nebel. Also wieso stoßen die und interagieren, die laufen mit diesen Elektronen und dadurch kriegen sie so einen Zickzackkurs und rauf und runter und eine zufällige Verteilung und die kommen nicht vom Fleck. Also die mittlere freie Weglänge, wie man es nennt, die ist sehr, sehr kurz. Wie im Nebel, wenn Sie mit dem Scheinwerfer, wenn Sie mit dem Auto in den Nebel fahren, dann werden diese Photonen gestreut an diesen Bestandteilen des Nebels und da sehen Sie auch nicht durch den Nebel hindurch. So war es in dieser frühen Phase des Universums. Und irgendwann gelingt es jetzt mir als Proton, dieses Elektron einzufangen, auf eine stabile Bahn zu bringen. Und ab dann wird das Universum durchsichtig. Und da kommt immer die Frage, na Moment, die Elektronen, die sind ja immer noch da. Ja, aber jetzt hat dieses Elektron ein Proton im Schlepptau. Und wenn Sie jetzt als Photon so ein Elektron mitsamt diesem Proton im Schlepptau in Unruhe versetzen wollen, dann haben Sie ein großes Problem als Photon. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist der Grund, wieso nach 380.000 Jahren, dann, wenn die Temperatur auf etwa 4000 Kelvin abgefallen ist, wenn also auch im Ausläufer der Planck-Verteilung nicht mehr genügend Photonen sind, die über diese gefährliche Energie verfügen, dass sie diese Bindung wieder auftrennen können, genau dann schnappen sich alle Protonen ein Elektron und das Universum wird optisch dünn, wie man sagt. Die Photonen können jetzt frei ihren Weg wählen. Damit kann man auch das erste Foto, das erste Bild des Universums machen. Und dieses Bild ist von extremer Bedeutung. Also man sieht hier, die erste Aufnahme, das erste Bild, das frühestmögliche optische Bild unseres Universums. Und daraus lesen wir alles heraus, was wir über dieses Universum wissen. Es ist wirklich eine Fundgrube, die Zusammensetzung des Universums, das Alter des Universums. Wie ist die Strukturbildung vor sich gegangen? Wie sind die ersten Sterne entstanden? Wie kommt es zu diesen ersten Dichteschwankungen? Alles das sind Fragen, die wir mit dieser Aufnahme klären. Diese Photonen, die man hier sieht, die befinden sich alle bei einer Temperatur von 2,7255 Kelvin. Warum Sie einen Unterschied sehen, warum die einen blau und die anderen rot eingefärbt sind, das hat damit zu tun, dass die blauen einen Ticken kühler sind. Da haben sie also 2,7255 irgendwas. Und bei den roten haben sie 2,7255 und ein bisschen mehr. Also es gibt winzigste Schwankungen. Und das ist im höchsten Maße interessant. Denn diese Schwankungen lassen sich übersetzen in erste Verdichtungen, erste Verklumpungen. Zum ersten Mal gelingt es uns jetzt in diesem Universum, das wir mühsam gebaut haben, aus Phasenübergängen und konstruierten Dingen, jetzt endlich beginnt sich etwas zu verklumpen in irgendeiner Form. Eine Struktur zu bilden. Und wenn Sie irgendetwas haben, irgendeinen Ort, an dem es etwas dichter ist, dann werden die Photonen von dort, wenn sie entweichen wollen, durch die Gravitation dessen, was hier dicht ist, ein bisschen zurückgehalten. Durch diese gravitative Wirkung. Und dadurch verlieren sie ein wenig Energie. Und das macht genau diesen Temperaturunterschied aus, den wir hier sehen. Man nennt es den Sachs-Wulff-Effekt. Die Tatsache, dass Photonen, wenn sie einen dichten Ort verlassen, ein wenig eine Rotverschiebung erleiden.
also ein bisschen Energie lassen müssen. Das ist deshalb so wichtig, weil aus diesen Strukturen im weiteren Verlauf alles wird, was wir kennen. Sterne werden sich daraus verdichten. Aus diesen Sternen werden sich Galaxien formen. Und letztendlich werden dann auch Planeten entstehen und Menschen, zumindest auf einem Planeten, wird intelligentes Leben sein, das sich Gedanken über diese kosmische Hintergrundstrahlung macht. Wenn wir aus dieser ersten Aufnahme alles Mögliche herauslesen können, zum Beispiel die Krümmung des Raumes, wie soll das gehen? Ich meine, was ist überhaupt Krümmung? Wenn wir doch davon ausgehen, dass sich alles von allem entfernt und es kein Außen und keinen Rand oder sonst irgendwas gibt, woher kommt jetzt plötzlich dieser Begriff der Krümmung oder der Flachheit? Wenn wir davon ausgehen, dass bei uns im Universum die Krümmung nahe zu Null ist und wir deshalb in einem flachen Universum leben. Wir haben diese Aufnahme, das heißt, wir sehen diese ersten Verdichtungen. Und wir sehen das Universum heute mit seinen großräumigen Strukturen. Und wir wissen, dass diese Strukturen mit diesen Verdichtungen in einer Beziehung stehen. Sie kommen daher. Also machen wir Folgendes, wir peilen jetzt durch diese Strukturen, die wir heute sehen, auf das, was ganz weit weg und weit im Hintergrund, 13,82 Milliarden, aber ganz nah am Urknall, 380.000 Jahre nach dem Urknall, sich abzeichnet. Und da bilden wir jetzt gewissermaßen Dreiecke, wenn wir da durchpeilen, durch beliebige Punkte. Und von einem flachen Universum reden wir dann, wenn die Winkelsumme in diesem Dreieck genau 180 Grad beträgt. Ich weiß, das ist trickreich. Deshalb hier eine kleine Animation, um das zu verdeutlichen. Man sieht also nochmal den Hintergrund und dann diesen Versuch hindurch zu peilen. Und dann ergibt sich entweder dieses flache Bild oder eine entsprechende Krümmung. Je nachdem, wie diese Strukturen zueinander passen. Auch ein Sattel wäre möglich. Auf diese Art und Weise gewinnen wir die Information, dass wir in einem flachen Universum leben. Und das ist wiederum ein guter und hilfreicher Baustein, der genau zur kosmischen Inflation passt. Also das System beginnt sich ein bisschen gegenseitig zu verstreben, weil wenn wir davon ausgehen, dass sich irgendetwas ganz dicht am Urknall mit einer gewaltigen Geschwindigkeit ausgebreitet hat, dann würde man erwarten, wenn Sie zum Beispiel einen Luftballon haben, mit ganz vielen Runzeln, dann ist es erstmal kein flaches Universum. Wenn Sie also das Universum als die Oberfläche dieses Luftballons begreifen. Und wenn Sie den aber jetzt mit unglaublicher Geschwindigkeit riesengroß aufblähen, dann würden Sie als Mikrobe auf der Oberfläche dieses jetzt gewaltig riesengroß aufgeblähten Luftballons durchaus das Gefühl haben, dass Sie sich auf einem flachen Universum bewegen. Also die Tatsache, flaches Universum und jemanden, der oder etwas, was in der Frühphase das Universum gewaltig aufbläht, das passt gut zusammen. An dieser Stelle wird übrigens auch die Uhr aufgezogen in unserem Universum. Wir brauchen doch einen Zustand möglichst niedriger Entropie, damit wir im Verlauf der Zeit diese Entropie schrittweise immer wieder erhöhen und erhöhen und erhöhen können und damit wir einfach Zeit haben in diesem Universum. Zeitpfeil. Wenn wir schon mit einem Universum beginnen, das über eine extrem hohe Entropie verfügt, ja, dann ist es sehr schwer, die noch weiter zu erhöhen. Dann, worauf ich raus will, durch diese gewaltige Expansion, durch diese Inflationsphase, werden diese 10 hoch 80 Elementarteilchen völlig homogen im Raum verteilt.
Das ist der Zustand niedrigster Entropie. Das dürfen Sie jetzt nicht verwechseln mit den Gasmolekülen. Die haben im Gleichgewicht die höchste Entropie. Hier im Universum haben wir es jetzt mit Strukturen zu tun, die einer Gravitation unterliegen. Das heißt, die haben hier eine Kraft eingeschaltet. Und diese Kraft führt dazu, dass die Tendenz hin zu Verklumpungen geht. Das heißt also, der Endzustand, wenn wir lange genug warten, wird die maximale Verklumpung sein. Deshalb ist die homogene Verteilung im Raum der Zustand niedrigster Entropie. Man möchte also sagen, die Zeit ist die Buchhalterin der Veränderung. Aber die Kräfte sagen uns etwas darüber, wie die Veränderung aussieht. Es gibt ganz aktuell noch ein paar Geschichten, die wir herauslesen wollen. Zum Beispiel die BICEP oder BICEP-Mission. Das sind Kollegen am Südpol, die dachten, sie hätten diese frühe Phase, von der ich erzählt habe, diese kosmische Inflationsphase, messen und beweisen können. Das geschieht auch wieder über die kosmische Hintergrundstrahlung. Man möchte jetzt diesen Photonen einen kleinen Defekt entlocken. Also die haben durch dieses extreme Auseinanderreißen des Universums in dieser frühen Phase, erleiden die einen kleinen Defekt und den möchte man herauslesen und dadurch indirekt diese Inflation beweisen, damit man endlich mal sagen kann, okay, diese theoretischen Modelle, die sind ja schön und gut, aber jetzt endlich haben wir mal einen Beobachtungsbefund. Ja, da geht man an den Südpol in 2800 Meter Höhe und dann beobachtet man 2% des Himmels, also nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt und schaut sich ganz genau diese Photonen an, die von dort kommen. Und da kitzelt man kleinste Kleinigkeiten heraus, über Jahre hinweg. Also das hat schon was von Zen-Buddhismus. Also man schaut jahrelang immer an dieselbe Stelle, konzentriert sich darauf und tatsächlich ergab sich ein Effekt. Ein großer Aufreger. Ich mache es kurz. Mittlerweile wissen wir, dass dieser Effekt ein Schmutzeffekt war. Es handelt sich um eine Auswirkung von Staub in der Milchstraße. Das konnte bewiesen werden durch die Planck-Mission, die ist nämlich in der Lage, ähnliche Messungen vorzunehmen, aber in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen. Also BICEP, die hatten immer so entweder 100 MHz oder 150 MHz. Und Planck kann jetzt unterschiedliche Wellenlängen anwenden und dann kann er genau die Wellenlänge jeweils wählen, bei der der Staub eine große Rolle spielt und bei der der Staub eine untergeordnete Rolle spielt und dann kitzelt er diese Differenzen heraus und am Ende war dann leider diese Beobachtung am Südpol nicht mehr signifikant. Heißt nicht, dass es keine Inflation gab. Heißt nur, dass dieser Versuch, sie zu beweisen, ins Leere gegangen ist. So schwierig diese Vorstellung eines Urknalls für unsere Gehirne auch sein mag, diese Vorstellung, dass sich die Dinge aus sich heraus ausdehnen, dass dieses ganze Universum nicht die Objekte voneinander entfernt durch diese Expansion, sondern dass immer nur Entfernung entsteht zwischen den Objekten. Galaxien, die sich also verhalten wie die Rosinen in einem Teig, der aufgeht. Sie gewinnen Entfernung, aber tatsächlich werden diese Galaxien und diese Objekte in unserem Universum ja nicht wirklich bewegt durch diese Expansion. Sicher ist es also falsch, an eine Explosion zu glauben. Völlig irreführend. Genauso wie es natürlich auch keinen Knall gab am Anfang. Also, was hätte knallen sollen und welches Medium hätte einen Schall überhaupt tragen sollen? Die Bezeichnung Big Bang ist natürlich völlig irreführend. Entstanden ist sie eh durch einen Zweifler an dem Modell. Fred Hoyle hat in einem Radiointerview mal ganz abfällig gesagt, ach, die mit ihrer Theorie, mit ihrem
Big Bang, was wollen die überhaupt? Und so wurde er unfreiwillig zum Namensgeber dieses Erfolgsmodells. Es gibt einfach diese erdrückende Beweislast, insbesondere die Aufnahme der kosmischen Hintergrundstrahlung. Es gibt Gebiete, die sind 46 Milliarden Lichtjahre voneinander entfernt. 13,82 Milliarden Jahre ist das Universum alt. Wie sollen dann Objekte, die weiter weg sind als 13,82 Milliarden Lichtjahre, wie sollen die da hinkommen? Und wie sollen die überhaupt wissen, auf welcher Temperatur sie zu sein haben? Wie soll also der Linksaußen wissen, auf welcher Temperatur der Rechtsaußen ist, wenn die nie in kausalem Zusammenhang gestanden haben können? Das sind alles Dinge, die sich nur erklären lassen, wenn es einen Urknall gab, wenn es eine kurze Phase der Überlichtgeschwindigkeit gab, mit der sich dieses Universum, nicht ausgebreitet, sondern mit der Entfernung entstanden ist. So müsste man eigentlich korrekt sagen. Und wenn man es ganz konsequent zu Ende denkt, dann müssten doch von diesen 10 hoch 32 Kelvin Anfangsstrahlung, da müssten doch noch Photonen da sein. Natürlich rot verschoben über diese lange Zeit. Aber die müssten immer noch da sein. Und die sind da. Die können wir messen. In jedem Kubikzentimeter in diesem Universum haben sie statistisch 411 Photonen aus der Hintergrundstrahlung. Also aus Relikte aus dem Urknall. Und die Summation aller dieser Beweise, die primordiale Nukleosynthese, also die Tatsache, dass die Elemente in diesen Häufigkeiten auftreten, wie wir sie in der Fusion am Anfang erwarten, die Flachheit des Universums, die durch diese Inflation begründet sein kann, diese Gebiete, die viel weiter voneinander entfernt sind, als es eigentlich erklärbar ist, diese 411 Photonen, all das führt dann dazu, dass wir an dieses Modell glauben, dass wir zumindest noch kein besseres gefunden haben. Ich zeige Ihnen mal die Strukturbildung aus diesem WMAP, nennt sich diese Aufnahme, diese ältere, und die neuere aus dieser Planck-Aufnahme, also die kosmische Hintergrundstrahlung. Wie soll es denn nämlich jetzt weitergehen in diesem Universum? Und wenn wir hineinzoomen in so einen dichteren Bereich, dann sehen Sie im weiteren Verlauf, wie daraus alles entsteht, Sterne zünden, Galaxien sich bilden, bis hin zu uns, bis hin zu einer Lebensform, die sich über den Urknall Gedanken macht, bis hin zu einer intelligenten Form von Materie, die beginnt, das Ganze, das große Ganze, sich selbst eingeschlossen, zumindest in Ansätzen zu begreifen. Ich finde das schon eine grandiose Leistung unserer Gattung der Trockennasenaffen. Wer hätte es schöner sagen können als Georges Lemaître? Nicht nur Physiker, sondern auch Priester. Einer der ersten, wenn nicht der erste, der diese Urknallgeschichten in dieser Form vorhergesehen hat. Auf einem stark abgekühlten Aschehaufen stehend, beobachten wir das allmähliche Erlöschen der Sonnen. Und wir versuchen uns, des entschwundenen Glanzes des Ursprungs der Welt zu erinnern.
Weiterführend und ergänzend zum Thema empfehle ich noch dieses Video.